Wir schauen nach München zu Professor Dr. Carlo Marsala. Er ist Politikwissenschaftler und Professor für internationale Politik. Schönen guten Morgen, Herr Marsala. Einen schönen guten Morgen. Was weiß man denn jetzt über diese IS-Untergruppe namens ISPK? Wie sind die organisiert? Was ist der Hintergrund? Ja, man weiß einiges über die ISPK, weil sie ja aktiv ist. Sie sind eigentlich organisiert wie der IS, halt nur nicht im IS-Stile verfügen sie über großes Territorium, sondern sie sind eine klassische, klandestine, terroristische Gruppe, die in mehreren Ländern aktiv ist und die versucht halt, nicht global, aber sozusagen auch im Ausland Anschläge zu verbreiten. Nun gibt es ja mehrere Theorien zu diesem Anschlag, wer dahinter stecken könnte. Nun hat sich die IS, der IS natürlich dazu bekannt. Auf der anderen Seite sagt Moskau, nein, eben diese vier Tadschiken seien es gewesen. Dann eventuell wiederum im Auftrag des IS. Für wie glaubwürdig halten Sie diese Theorie? Naja, zunächst einmal gibt es ja harte Belege dafür, dass der IS dahinter stehen könnte oder dass der IS dahinter gestanden hat. Also es gibt Bekennerschreiben über die normalen Kanäle mit Formulierungen, die wir kennen. Es gibt ein Video von Bodycams, also Körperkameras, das auf diesen Kanälen eingestellt worden ist. Es gibt ein Foto, das im Vorfeld des Anschlages veröffentlicht worden ist. Also es spricht alles dafür, dass Russland jetzt natürlich den Finger in die Ukraine zeigt, ist aus russischer Perspektive natürlich auch verständlich, weil letzten Endes bedeutet es ja, man hat die Gefahr des islamistischen Terrorismus in Moskau selber oder in Russland selber absolut unterschätzt. Der russische Inlandsgeheimdienst ist seit 2 Jahren fokussiert auf den Krieg in der Ukraine. Da kann man jetzt ganz einfach nicht zugeben, dass man eine andere Gefahr für die russische Innenpolitik ganz einfach eklatant unterschätzt hat.